Hallo und herzlich willkommen im Walde und wir machen wieder ein bisschen Gefahren im Wald. Und hier steht sie schon in der Bildmitte, der sogenannte Witwenmacher. Ein Witwenmacher ist ein einzelner toter Baum, der irgendwo mitten im Bestand steht. Eigentlich ist das hier ein sehr schönes Beispiel, oft eben umgeben noch von anderen Bäumen. Und die heißen deswegen so, weil sie in der Forstwirtschaft, vor allen Dingen in der Forstwirtschaft, bekannt dafür sind, dass sowas saumäßig gefährlich ist. Wenn man jetzt in der Nähe irgendwelche waldbaulichen, waldpflegenden Maßnahmen macht, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche jungen Bäume rausschneidet, weil es einem zu viele sind, und kommt dann dabei irgendwie dumm an den alten Stamm ran, dann neigt der eben entsprechend dazu, möglicherweise umzufallen. Und dieser hier ist auf jeden Fall noch hoch genug, um im Fall eines Umstürzens ziemlich tödlich sein zu können, wenn man den dann entsprechend abbekommt. Deswegen der Begriff Witwenmacher. So ein Witwenmacher ist rein statistisch gesehen zwar im Grunde eines der tödlichsten Dinge, die man im Wald so findet, weil tatsächlich sind Menschen, die im Wald gestorben sind, zu einem erheblichen Prozentsatz an eben so einem Witwenmacher gestorben. Aber muss man ganz deutlich dazu sagen, das betrifft im Wesentlichen Forstwirtschaftsausübende, ne? Also Forstwirte. Auf gut Deutsch. Das ist gefährlich, wenn man im Wald eben entsprechend arbeitet. Wenn man an Bäume fällen ist, ist es besonders gefährlich, dass irgendein Witwenmacher, den man nicht gesehen hat, mit umgerissen wird, wenn man in der Nähe einen Baum fällt. Oder auch ein Totast, der irgendwo am Baum hängt, den man nicht sieht. Man fällt nebendran einen Baum, der fällt ein bisschen unglücklich, ein bisschen anders als geplant, ein bisschen in die falsche Richtung und reißt so einen Totast mit runter. Der kann dann ganz anders als eben geplant, völlig unkontrolliert aus dem Kronendach runterstürzen und halt auch jemanden treffen, der an einer Stelle steht, wo das eigentlich tendenziell gedacht unmöglich wäre, vom Ast entsprechend getroffen zu werden. Aber wird man dann halt trotzdem mal ganz gerne. Und deswegen eben dieser Begriff Witwenmacher, potenziell sehr gefährlich für im Wald Forstwirtschaft Ausübende. Es besteht auch ein minimales Risiko, aber das ist so gering, dass wir es eigentlich im Grunde meiner Meinung nach ignorieren können. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich es halt mal angesprochen haben. Außerdem bin ich es gefragt worden. Ein minimales Risiko, dass die Dinger einfach so von sich aus irgendwann mal umfallen. Und dazu gucken wir uns jetzt mal ein schönes Beispielexemplar an, das zwar ein bisschen kurz ist, aber schon ziemlich durchlöchert. Das ist immer noch relativ solide, dass der einfach umfällt. Relativ unwahrscheinlich, insbesondere wenn er da schon aufhört auf der Höhe. Andererseits, wenn man da dagegen klopft, hört sich sehr hohl an, fühlt sich weich an, wirkt nun wirklich nicht besonders stabil. Und so dick der auch ist, ich glaube, wenn man da mit Schmackes dagegen rennen würde, könnte man den sogar abbrechen. Aber na, wie gesagt, bei der Höhe ist das relativ harmlos. Aber eines Tages plumpsen die von sich aus um, fallen von alleine. Und eben je höher, desto wahrscheinlicher ist das. Also sprich, sich unter einem hohen Totholzbaum ein Nachtlager zu errichten, das wäre meiner Meinung nach echt eine schlechte Idee. Und das sollte man auf jeden Fall sein lassen. Da aber einfach mal drunter vorbeilaufen. Die Chance, dass er dann fällt, ne, hier haben wir zum Beispiel denjenigen, der da unten liegt, ist derjenige, der da mal drauf stand. Die Chance, dass das in dem Moment passiert, wo man da vorbeiläuft, das ist nahezu, nicht unmöglich, aber ich glaube, das kann man wirklich unter allgemeines Lebensrisiko abwarten, dass da einem sowas nicht passiert. Das ist so ähnlich wie von heiterem Himmel vom Blitz getroffen werden und so weiter und so fort. Also ungefähr bei der statistischen Wahrscheinlichkeit befinden wir uns. Fazit, nochmal kurz, damit auch klar ist, nicht drunter übernachten. Ansonsten kann man sie ignorieren. Es sei denn, man ist der Forstwirt. Aber dann hat man auch eine entsprechende Ausbildung und hat genau gelernt, wie man mit sowas umzugehen hat. Macht's gut!